Ich bin jetzt in New York angekommen. Wir haben 15.10 Uhr amerikanischer Zeit. Die Maschine ist eben gelandet. Eine halbe Stunde hat es ungefähr gedauert bis zur Kontrolle. Und das Überraschendste war, bei mir wurden diesmal gar keine Fingerabdrücke abgenommen. Weder Daumen noch die anderen vier, gar nichts. Sondern es wurde nur ein Foto gemacht, gefragt, wie lange ich bleiben möchte, wo ich sein werde, ob ich alleine reise. Und habe ich alles wahrheitsgetreu beantwortet. Habe dann noch gesagt, dass ich 2019 zuletzt hier war und endlich wieder in New York sein kann. Da hat sie halt gelächelt und danach musste ich nur noch ein Foto machen und das war's. Keine Fingerabdrücke, kein gar nichts. Jetzt warte ich nur noch auf meinen Koffer. Wenn ich hier raus bin, geht's dann zum AirTrain. Diesmal zur Jamaica Station. Beim letzten Mal war es Howard Beach. Koffer aus Frankfurt. Und Koffer aus Kairo. Wow. Schaut euch das mal an. Ja, super, meinen hat er nicht so schön an den Rand gepackt. Hoppa! Sauber! This train on track 1 is a Jamaica train, stopping at airline terminals 4, 5, 7, and 8. Sobald ihr in der Jamaica Station ankommt, findet ihr auf der rechten Seite die ersten Automaten. Allerdings müsst ihr bedenken, dass diese Automaten nur für den AirTrain sind und für ein Tagesticket, das ihr lösen könnt nach Manhattan. Das heißt, wenn ihr die 7 Tage Unlimited-Karte kaufen möchtet, wird die an diesen Automaten nicht verfügbar sein. Das kommt dann erst gleich unten bei der Subway. Thanks. Ihr nun die Möglichkeit, die 7 Tage Unlimited Metrokarte zu kaufen. Falls ihr nach einer Postleitzahl, Zipcode gefragt werdet, könnt ihr 5x die 9 oder 5x die 0 eingeben. Thank you.
bottom bed in a 6-bedroom. And for then, today, right? Yeah, for today. Okay. And tomorrow you can stay in your bed. Ich habe eingecheckt in meinem Hostel. Ich bin aber ein bisschen so neben der Kappe, also meine, ich merke das jetzt richtig, die Anreise, die steckt mir in den Knochen, meine Augen sind so ein bisschen am Brennen. Habe insgesamt 5 Stunden geschlafen. Okay, bei Rot, aber die New Yorker gehen ja alle bei Rot über die Straße. Also will ich mich mal integrieren. Boah, ich glaube, es macht hier keinen Sinn. Ich muss gleich mal gucken, ich glaube, ich muss einfach mal stehen bleiben. Ich habe mir gerade mal eine ruhige Ecke gesucht, weil laufen, gucken, nicht überfahren werden und ins Video quatschen, das habe ich noch nicht so ganz drauf. Auf jeden Fall bin ich jetzt vor 2 bis 3 Stunden, glaube ich, ungefähr, kommt hin, bin ich eingecheckt im Hostel, habe mich seitdem nicht mehr aus dem Hostel rausbewegt. Ich habe gerade so eine Down-Phase, meine Augen sind so ein bisschen am Brennen. Die Anreise an sich war aber sehr angenehm, muss man sagen, auch im JFK. Das heißt, JFK habe ich nicht länger gebraucht als maximal 1 Stunde. Es war sogar weniger als 1 Stunde, war ich im JFK draußen. Der Koffer hat ungefähr 20, 25 Minuten gedauert, bis meiner kam. Ansonsten bin ich dann direkt raus, hab den AirTrain genommen Richtung Jamaika, bin dort ausgestiegen, bin dann in die Subway E-Destination Richtung World Trade Center und bin dann in der 7th Avenue ausgestiegen. Auf jeden Fall bin ich jetzt erstmal auf dem Weg Panda Express. Ich muss was essen, ich muss was trinken. Aber auf jeden Fall bin ich glücklich. Das sieht man mir doch an, oder? Ja. Gut, dass ich jetzt nicht The Edge gebucht habe oder sonst irgendwas in der Richtung. Ich bin einfach platt und ich muss mal gucken, erstmal essen gehen. Hi. Hi. Orange chicken. Just orange chicken. Yeah, double orange. You want fried rice? Yes, rice. Is yes. This to go or to stay? For here. For here? Yeah. I'm going with fried rice and double orange. Do you want anything to drink? Yes, please. What would you like? Big one. The big one? Yeah. Yeah, thanks. Okay, it's too big. You want a medium? No, it's okay. Okay. It's okay, yeah, yeah. Your total is $15.79. Yeah. Okay, cool. Okay. Thank you. Thank you, bye. Ich bin voll. Also ich bin gesättigt. Ich habe jetzt bei Five Guys, wollte ich schon sagen, bei Panda Express gegessen. Das hat gut getan. Ich habe mir noch einen Becher mitgenommen. Ist ja zum Nachfüllen. Ich glaube, $3 hat dieser Becher gekostet. Die Preise gehen in Ordnung. Und jetzt haben wir 8 Uhr oder 8:30. Ich würde zwar gerne noch was machen. Definitiv jetzt die Stadt genießen abends. Aber ich bin so müde. Ich muss erstmal ausschlafen.